Okay. Ah. Okay. Okay. Sehr viel zu lesen. Sehr. Schaff dein Zeug aus meinem Keller. Bring es zur verdammten Müllhalde. Ich habe es so satt, auf dem Weg zur Waschmaschine über deine misslungenen Leben zu steigen. Ich meine es ernst. Entweder es kommt weg oder ich verbrenne es. Okay. Bitte um Stellungnahme. Sehr geehrter Mr. Carter, das amerikanische Patent- und Markenamt hat Ihren Brief vom 27. Januar 1973 bekommen, in dem es um weitere Stellungnahme bittet. Weshalb Ihr kürzlich erreichte Patent 527F2D mit diesem Amt abgelehnt wurde. Von diesem Amt. Wie wir schon in unserem letzten Brief erklärt haben, wurde das Patent aufgrund der Verletzung eines bereits existierenden Patents abgelehnt. In den letzten 16 Wochen haben wir über 4 Dutzend angeforderte Patente von Ihnen dokumentiert. Keines davon ging durch und auf alle haben Sie bestanden. Mr. Carter, wir müssen diese und zukünftige Angelegenheiten gern als erledigt betrachten. Mit freundlichen Grüßen, James Markey. James Markey, Administrative Director. Okay, gerade. Und das war wahrscheinlich das, was wir gerade... Genau. Das sehen wir uns. Okay. Dieser Junge hat sich übrigens gerade bei dem Seemonster richtig gefreut. Ach cool, ein Wasserlevel. Und dann sind wir raus und dann kam von der Junge, ach doch, keine Kraken-Action, schade. No. Aber dafür gibt's wieder Zug-Action. Tschub, tschub, tschub. So, habt ihr einen Song für mich? Ja, du, hier, ich hab dir vorhin Fest K hier vorgespielt. Nah. I'm a train, I'm a chicken, yeah. I'm a train. Oh, schön. So, jetzt würde ich da vorne mal zu dem Blubberbläschen, zu dem, ne, fahren, irgendwie, zu dem Whirlpool. Ah. Und dann mal gucken. Ich sonst nicht wohin. Es sei denn, wieder zurück zum Fahrstuhl. Stop in the name of. Ja. So. War das jetzt echt so eine optionale Grütze irgendwie? Hätten wir das jetzt ja nicht machen müssen mit dem Labyrinth? Kann doch jetzt hier nicht rennen, oder was? Für den Storystrang, glaube ich, ist es schon. Also ja, ich will jetzt nicht sagen irrelevant, aber es ist vielleicht doch trotzdem interessant. Ey, soll ich jetzt hier rennen? Ja, müssen wir mal gucken, ob was passiert. Dinge, die ich nicht tun würde. Gibt es einen Song zu Thomas der kleinen Lokomotive? Ist eine gute Frage, Herr Junge. Weiß ich gar nicht. Was? Thomas, die kleine Lokomotive. Schön. Ah. Mal so ein schönes Bad. Ganz toll. Eieiei. So. Okay. Einfach auch wieder frische waschen. Wunderbar. Kannst weitergehen. Na, das weiß ich nicht. I could feel two kinds of darkness here in Red Creek Valley. The first you walked into, and with any luck, walked out of. But the other darkness was deeper, stickier, unknowable. And it wanted me to leave. Okay. Okay, krass. Jetzt durchsliden, bitte. Das wär nice. Geil. So. Und das. Schön. What is this for a house? Warte mal. Das ist aber super laut, oder? Abstecher machen. Also bei mir geht's. Ich mach mal hier ganz kurz einen Abstecher hin. Ah. But the door is locked. Nein! Nein! Doch, es ist zu. Guck mal, Mutti gibt uns sogar den Songtext von der Lokomotivführer hier vor. Zu 2, zu 4, zu 6, zu 8 rangieren die Loks, befördern Fracht. Ich habe leider keine Melodie dazu. Auch nicht. Also das Thomas der kleine Lokomotivführer ist jetzt stand auch nicht so auf meinem Programm. Aber es gibt anscheinend wirklich einen Song dafür, sagt die Mutti. Also, ja? Ja, das stimmt. So, wir schauen noch mal ganz kurz raus. Ah. Toll.
schön hier. Ich muss auch wieder sagen, so. Die Grafik wieder mega. Die Grafik ist wirklich, um mal ganz salopp zu sagen, pornös. So, bei der Axt haben wir schon, ihr guckt, da geht's in diese Richtung. Das war noch das, was wir in der letzten Folge irgendwie erkennen konnten. Hab ich? Oder auch nicht? Doch, da. Genau. Und die Vision beginnt. Wir sehen einen Teppich, wir sehen eine Axt und wir sehen einen Blutfleck auf dem Boden. Und wir sehen Dale. Ach, Vater. So, wahrscheinlich im Arbeitszimmer oder irgendetwas. Ja, aber jetzt ist die Frage, in welchem Haus? Ja, also wir haben ja das Haus und ich glaube, dass wir Richtung Damm, da ist ja glaube ich auch so ein Häuschen. Vielleicht liegt der ja auch da. Vielleicht. Schauen wir mal. Also wir gucken uns mal um, sobald nicht wieder jedes Haus das gleiche Interieur hat, ist alles in Ordnung. So. Wunderbar. Und versuchen. Zerstört von innen, von außen. Ah, übertriebene Gewalt, Verzweiflung. Wut. Kaputte Tür. Okay, wir haben eine kaputte Tür gefunden. Hier hat anscheinend jemand Shining-mäßig sich hier durchgeprügelt. Oh, und da hat sich auch schon die Frage erledigt, in welchem Haus es ist. Okay. Wir untersuchen mal erstmal die... und jeder weiß, was, wenn mein Tatort betritt, fest und nicht die Tatwaffe an. Ah. Und wir nehmen sie gleich instant mit. Das ist ja super. Das ist ja super. Opfer die Enge getrieben. Durchstochen Hals. Ah, keine andere Wunden. Zeichen eines Kampfes, die Fußspuren im Blut. Er ist also erstochen worden. Er ist ja nicht erschlagen worden mit der Axt. Ja, aber wie kannst du denn jemanden erstechen mit einer Axt? Also wahrscheinlich eher mit so einem Stift. Nee, na, es war also nicht die Axt. Ach so, ja, okay. Ja, also war was anderes. Okay, wir können noch gar nichts großes. Oh nee, vielleicht mit einem Stift. Umgestürzter Stifthalter. Heutes Schreibtischzubehör. Etwas hast dich genommen. Stift, Bleistift, Schere, Brieföffner, Lineal. Oh, mit einem Lineal getötet. Hey! Da! Oh Gott! Ah, die blutige Schere auf der Kabeltraverse. Der Kabelrolle. Wo ist das denn? Und jetzt? Das ist ein Fahrstuhl oder irgend so was ist das? Stimmt. Aber okay. Sind wir an einem Fahrstuhl vorbeigelaufen? Nee, oder? Ganz zum Anfang, aber da war sowas nicht drauf. Okay. Ah, aber das kann der Fahrstuhl sein, weil oben war nämlich kein Fahrstuhl. Habe ich doch noch gesagt, was ist denn, wenn wir jetzt hier runterspringen? Das kann ja, natürlich stimmt. Unten der Fahrstuhl sein. Ha! So, wir können mal gucken, ob das schon was gebracht hat. Nee. 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 Noch nicht. Nee. So, ich muss mal ganz kurz mich hier wieder ein bisschen eingrooven. So, gibt's da noch irgendetwas in diesem Haus? Das ist ein gigantisch großes Haus. Das kann doch jetzt hier nicht nur die eine Treppe und soll ich die Axt jetzt hier wieder hinhängen? Ja. Oh, aber das hat jetzt, glaube ich, was gebracht. Wenn du jetzt wieder nach oben gehst, jetzt kannst du, jetzt dürften wir mehr sehen können. Weil immer dieses. Ja, super. Ein bisschen, okay. Aber nicht viel. Sehen wir schon, er hat eine Jens an, eine Jeans. So, dann schauen wir nochmal, ob wir vielleicht draußen oder vielleicht hier hinten geht's hier. Nee, auch nicht. Und schon wieder, Europaletten. Immer dasselbe. Das ist so instant von den Designer benutztes Interieur. Einfach mal so eine Europalette irgendwo hingestellt. Hat ja auch jeder von uns im Haus. So, ich würde mal ganz kurz mal ums Haus nochmal rum. Oh, hier ist noch eine Tür. Vielleicht können wir da. Nein. Aber nicht rauchen. Ach, rauchen verboten. Ja, ich glaube, hier jetzt auch nicht weiter. Hm. Ach, guckt euch das doch mal an, wie schön das ist. Mann, ist das schön? Ist das schön hier? Herr Junge schreibt auch, ja, schön den Tatort aufräumen. Hm, ja, Stevie? So sieht's aus. Bin so der sogenannte Tatort rein, ja. So, hier hinten. Ach. Ja. Mal Trinkspiel draus machen. Hier mal, wenn wir eine Europalette finden. Hier da unten Spiel. Links. Trinken und schon wieder hier. Holla. Oh, so eine kaputte Europalette. Meinst du, wir kommen hier noch irgendwie anders rein? Naja, das wäre eine schöne Verschwendung bei diesem gigantischen Haus. Dann nur diese eine Treppe und das Obergeschoss. Das sieht aber auch aus wie so eine Industrie-Dingens. Also, ne? Maschinen? Naja. No. Oh, High Voltage. So, aber warum kann ich denn jetzt hier hin? Das ist auch so. Liegt hier vielleicht irgendwas? Finden wir hier irgendwas? Vielleicht? Vielleicht eine Nebenstory?
Wohl, hast du noch Nebenstories? Nee, ne? Wirklich, tatsächlich. Also, nee. Oder wenn ist sie mir entjangen. Hm. Wenn ist sie mir entjangen. Ying entjangen? Genau. So, okay, guck mal hier oben. Ansonsten würde ich mich jetzt mal auf den Weg machen, diesen ominösen Fahrstuhl zu suchen. Okay. Aber du bist auch schon mutig, ne? Weil ich kann mich noch daran erinnern, in der ersten Folge, ziemlich am Anfang, waren ja auch so ein paar Fallen, ne? Du läufst einfach querfeldein. Ohne Angst vor Fallen. Easy. Naja, das, da bin ich ja, ja, da bin ich ja jetzt mutig geworden, tatsächlich. Mit den Fallen, ja, mit den Fallen, das hat er doch auch, das war doch auch eine Geschichte von dem Kleinen, oder? Ja. Genau wie mit dem Raumschiff. Also, das war jetzt keine Seitengeschichte, glaube ich, irgendwie, oder keine Sidequest oder irgendwas. Sondern das war. Na, ja, das war irgendwie seiner, die Geschichte von Opa, da ist der Fahrstuhl, okay. Mit diesem Saft. Saft, genau. Saft. So, nach oben. Nee, ich drücke erstmal ja nicht. Und hier haben wir die Schere. Ich hoffe, die grabbelt er sich jetzt nicht gleich. Doch, tut er. Nehmen. Natürlich. So, die steche ich jetzt in deren. Oder was? Soll ich jetzt nach oben fahren? Dann weg ja wieder. Na, weiß ich nicht, kannst du nach oben fahren? Also, ist der überhaupt noch in Betrieb? Okay, ja. Er ist in Betrieb. Okay, gut. Jetzt ist nur die Frage, was. Also, finden wir jetzt oben noch was anderes? Na, ich würde jetzt mal vorsichtig sagen, wir kommen jetzt oben an diesem, hinter dem, wie hieß das Wenderbildhaus oder irgendwas, kommen wir jetzt an? Hinter dem Hexenhaus, mit dem Haus des Hexers. Der Wende, wo du durch die Türen durchjagen bist da, die Türteleporter. Und das war jetzt der einzige Fahrstuhl, den wir neu gefunden haben. Der Junge schreibt auch, alles, was man fahren kann, wird mitgenommen. Ja, na klar. Natürlich, seht doch sofort hier. Und hier oben ist das Haus. Vandegriff, so hieß das Ding. Das Vandegriff. Das Haus der Vandegriffs. Die Frage ist, was bringt das jetzt hier hoch zu ihnen? Na, vielleicht müssen wir irgendwann wieder zurück, aber ich wüsste jetzt nicht warum. Okay, dann fahr ich mal erstmal nach unten und benutze Schere mit Vater. Ja, du willst jetzt aber nicht die Schere da reinstecken. Achso. Spricht denn jetzt, also sprechen mehrere Sachen dagegen, aber unter anderem ein intakter moralischer Kompass, aber was wollen wir denn sonst machen? Also wir haben jetzt die Schere gefunden, wir müssen jetzt zu Dale zurück, um zu gucken, wenigstens ist was passiert oder nicht. Okay. Und ich könnte wetten, dass ich die Schere da irgendwo rumpopeln muss. Ja, ich hoffe, du packst sie einfach nur wieder schön in diesen Stifthalter rein. Ah. Vielleicht. Genau, könnte ja für das nächste Basteln, könnte ja eine Schere fehlen. Aber vorher natürlich nicht sauber machen, sondern so wie sie ist, einfach da reinstecken. Genau, ja, weil Blut ja auch nicht zu rosten oder zu klumpen oder zu grinden anfängt irgendwie. War mir eigentlich in diesem Haus hier hinten? Nee, da kommen wir ja nicht hin, ne? Sind da aus der Ecke rausgekommen. Ich glaube, ja genau, du kommst aber hier über den Berg, also hier kannst du rüberlaufen, dann kannst du, glaube ich, bis zu diesem Haus da hinten hinlaufen. Na, aber wir sind nicht reingekommen, das haben wir das letzte Mal schon probiert. Ja, stimmt. Ich glaube, rein so, ja. Ja. Ansonsten wären wir da schon in den Ofen. Kennen uns doch. So. Guck mal. Schere. Fixier die Schere da bitte. Und jetzt. Show me, my friend. Okay. Oh Gott. So. Die geht's noch weiter nach unten. Beim Fahrstuhl? Dann lass uns doch mal rausfinden, was mit dir geschehen ist. Weil so viele Leute sind jetzt nicht mehr da, tatsächlich, die ihn hätten töten können. Ne? Ja, nur noch der Großvater. Hey, da oben ist auch was, okay. Ach, das ist ja jetzt wieder mit dem... Ah, okay. Genau. Okay. Okay. Hier verschanze ich mich. Jetzt sind da irgendwo hingeflogen, die Dinger. Was? Warte mal, das ist doch der Sohnemann. Der lebt noch? Das ist der Bruder. Ach so, ja. Aber das ist doch der an den Bahnschienen gestorben ist. Ja. Dann ist der anscheinend danach da gestorben. Aha, okay. Gut. Na, dann suchen wir erstmal die anderen. Ah, okay, alle klar. Ja, na gut, ja, wir sind immer davon ausgegangen, dass der als erstes gestorben ist, ne? Stimmt. Aber das muss ja nicht die richtige chronologische Reihenfolge sein.
Okay, da hinten ist noch einer und den hätten wir erstmal alle. Na gut, dann geht da jetzt wieder die Reihenfolge los, genau. Oder auch nicht. Naja, ich würde mal sagen, das hat hier draußen angefangen. Ne? Ja, ja, aber du kannst doch nichts du kannst doch nichts aussuchen. Wie fehlt da so noch eine Erinnerung irgendwie? Du kannst ja jetzt nicht sagen, das ist 1, das ist 2, das ist 3. Ach so, schau mal an. Ach, guck mal. Stimmt, hier hinten sind wir ja auch rausgekommen. Boah, hat er schon auf ihn gewartet. Aber guck mal, noch hat Vater die Axt. Okay, dann markieren wir mal. Das ist, ich würde sagen, das ist 1. Ja. War? Nehmen wir doch d'accord alle mit. Das würde ich auch so sehen. So, jetzt hat er aber die Axt. Und Vater sagt, ey, nee, mach mal soft, hey. So, warte mal, hier vorne. Wer hier vorne hat. Hat er auch schon, also hat er auch die Axt und er ist gestolpert. Genau. Also würde ich sagen 2, 3. Also genauso, wie wir jetzt wahrscheinlich da langlaufen. Ja. So, hier haben wir die 2. Hier machen wir die 3. So, ja, und dann ist das ja schon fast so linear, wie sie sich bewegen, ne? Irgendwie. Ja. Und hier gucken wir mal erstmal. Achso, das ist wahrscheinlich 1 mit ihm zusammen hier. Dann macht er die Tür zu. Und dann geht das hier leider ans Leder. So, dann visualisieren wir das mal. Das war ja auch heldenhaft. Ach, das war nachdem der seine Frau getötet hat. He wants to burn Vandegrift's room. Look, Travis, just leave me alone. Hey, hey, hey. Jojo, hey, grüß dich. Hitler chooses vessels. You know that? To enact his wishes, he chose Mom. He chose me. Son, I don't want to hurt you. Dachte er mit der Schere. LOL! Oh, okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Didn't have to be this way. You could have helped the sleeper. Helped us. But Mom's right. You're a coward. And you'll be meeting Ethan again soon. Ja. Okay, krass. Also. Okay. Also, nee, eigentlich nicht, aber. Also hat sich Vater selbst getötet. Das ist ja natürlich auch so ein starkes Stück. Ja, wahrscheinlich, weil er vor dem Schläfer Angst hatte, dass er nicht so werden will wie. Naja. Ja, das ist der Chutzpe, wie es so schön heißt. So, dann folgen wir mal hier dem Schnurri. Schnurri! Müssen wir jetzt zu dem anderen Haus? Oh, sorry. Verfolgt gerade. Das war meine Selta, ich mach mir gerade die Selta auf. Der so, hey, ja, geh mal, das ist seit jetzt in dem anderen Haus. Ah, okay. Keep on running. Keep on running. Ach, guck mal an, jetzt ist die Tür offen. Hallo? Hallo? Bei den Maschinen waren noch so. Ja, ne? Genau. Da. Travis, we can get rid of it. I know exactly what we're up against. Don't listen to what's in your head. Yes. Sleeper was feeding on them. Their hate, their distrust. Ethan's father figured suicide wouldn't feed it. But it did. I could feel it sitting somewhere out there, fat as a bullfrog, digesting. Ein schönes Bild, was da gezeichnet wird. Okay, also hier drüben wäre quasi die Tür offen. Wir kommen also nicht mehr in das andere Areal jetzt erstmal zurück.
Oh, hier oben ist auch nichts. Annie, verdammte Axt. Aber wir müssen doch, also irgendwas muss doch hier in der Fabrik sein, was wir uns nochmal weiter angucken können, was wir irgendwie benötigen oder warum wir eben, also wir sind ja jetzt hier gelandet. Also können wir, eine Turbine läuft gerade, irgendwie können wir die vielleicht ausschalten, können wir da irgendwie dann rumfriemeln? Siehst du, warum hast du das nicht gleich ausprobiert? Du drückst doch sonst mal gerne Knöpfe und Drehtchen und so. Ja, das ist kein Fernseher. Okay. Hier haben wir Rädchen. Man kann's, Hier! Schön! Das Klischee muss ich leider zerstören. Herr Junge, haha. Okay. Dirty Dancing habe ich zweimal geschaut. War nicht so meins, schreibt die Mutti. Ähnlich wie Titanic. Ja, Titanic ist... Ist nicht meins. Ist nicht meins. Bin ich nicht die Zielgruppe für. So, okay. Wir haben jetzt eine Turbine abgestellt. Das heißt... Warte mal, komm jetzt, da hinten, da vorne. Genau, da können wir jetzt rüberlaufen. Okay, let's walk on wild side of life. Okay. Ja, bei der Titanic muss ich ganz ehrlich gestehen, den habe ich damals im Kino sehr oft gesehen. Du hast den im Kino sehr oft gesehen? Ja, war meistens dann zu der Zeit, wo ich mit meinen Schulkameraden viele Dates hatte. Und dann sind wir witzigerweise in diesen Kinofilm gegangen. Okay. Ja, ist ja, ja. Ja, also ich habe auch in meiner Jugendzeit sehr viel Dirty Dancing gesehen. Mit Mädels halt, hauptsächlich. Stolz und Vorurteile, Alter. Oh, Schinken, ey. Krass. So, okay. Wir sind on the other side. Aber ja, ne, so haben wir halt alle unsere kleinen Lieblingsfilme und Perlen. Was, Mutti musste mit ihrer Schulklasse ins Kino zu Titanic gehen? Was? Echt? So Wandertag, einfach, oh, wir gehen jetzt ins Kino, Titanic schauen. Na, also ich weiß nicht, Kino mussten wir, oder haben wir Schindlers Liste zum Beispiel gesehen. Das war so eine klassische Schulveranstaltung. Was habt ihr also wir waren mit, ich war mit der Schule nie im Kino, ich war mal auf einer Sprachreise, da war ich im Kino, ja. Weil da sollte ich mir Shrek angucken auf Englisch, weil ich musste mein Englisch halt verbessern. Shrek? Ja, Shrek. Ja, da kann man jetzt auch mit Schindlers Liste vergleichen. Ethan war ganz nah. Ich konnte ihn spüren. Aha. Letztendlich hing es, glaube ich, da drum, wie... Also ist genauso, wie du dir in der Schule halt angucken musstest, irgendwie Kinder vom Bahnhof Zoo bei uns. Oh ja, das mussten wir auch sehen. Ja, das stimmt. Und ich denke, das Gleiche war, also Schindlers Liste ist ja halt wirklich ein Film mit einer Thematik irgendwie, die sollte man halt auch jungen Menschen halt nahe bringen irgendwie. Und, das sieht geil aus. Jetzt möchte ich meine Decke hier hinlegen. Ey, hier wirklich so ein ganz kleines Mini-Häuschen. Wirklich, nichts Großes, nichts, einfach nur Küche, Schlafzimmer, das war's. Ich hatte letztens schon gesagt, dass ich wieder Bock auf Skyrim haben, wenn ich das so sehe. Sieht richtig aus. Schön, schön. So, Ethan ist ganz nah. Wo denn? Also wo soll er denn hier ganz nah sein? Wir schauen mal. Ethan! Du bist nicht Oma... Bescheuerter, der hier über die Wiese rennt, also Ethan! Ich stell mir gerade die Oma im Rollstuhl vor von Resident Evil 7, ey. Mama. Komm mal her. Pasche, wie jetzt zu sagen. Oha, okay. Was? Steve würde ich als. Achso! Ah! Skyrim, ja, Skyrim ist natürlich der Geile dabei, um mit auf die Insel zu nehmen. Ja. So, okay. Hier hat anscheinend Ethan seinen Job gemacht, irgendwie. Und hat dort hier abgefackelt. Oh Gott. Okay. Müssen wir da jetzt noch weiter rein? Also. Ich versuche mal gerade irgendwas zu finden, wo wir hinlaufen können. Obwohl ich da nicht wirklich so hin will, irgendwie, aber. Vor allen Dingen heißt es denn, dass Ethan auch nicht überlebt hat? Was ist das da? Sieht aus wie. Ein Eingang nach unten? Oh, das ist ja wie bei Lost. Geben Sie bitte diesen Code jetzt ein. Alle 12 Stunden. Oh, ja, stimmt. Ah,
schwarz wie so eine Löwen. Finde ich auch cool tatsächlich. Irgendwie sehr, sehr, sehr prunkig, sehr protzig. Aber hätte ich Bock drauf vor meiner Eingangstür. Was? Ja. Gut, dann jeden Tag täglich so rausschreite früh so. Ah, so ein bisschen Größenwahn muss halt sein. So, was haben wir denn hier für Säulen? Sollen wir hier was drauf packen? Nee, geh mal da, wo dieser wunderschöne, weiß nicht, Symbol, Bunker, keine Ahnung, was das war. Das da. Was soll das denn? Fühlen. Da muss ich den erst einfühlen. I have to destroy the room. Corvus. I'm sorry. Corvus. Ethan. Keine Ahnung. I can't let you do that. Okay. Muss ich jetzt hier nochmal fühlen, das war nicht. Oh nein, warum hat er das nicht gemacht? Keine Ahnung. Hast du nicht in die falsche Richtung geschaut? Müssen wir den jetzt eingehen? Plötzlich wiederholen? Wir können drehen. Ach du Schande. Musst du vielleicht Corvus dahin machen? Also so C, so, aber... Ja, dürfte hinhauen, aber wo fang ich an? Fang hier an? Na, da wo ein C ist. Ich weiß nicht, ob du in allen... ich weiß nicht, ob du bei allen Dingern ein C hast. Ich weiß ja nicht, wie oft du drehen kannst. Ich würde jetzt mal hier anfangen. Okay. War doch richtig. Ja, ja. Wir öffnen. Push the button. Wo knistert's? Oh. Okay, hinter uns. Hallo? Ist ja auch alles runtergefackelt. Oh, ich sehe schon, komm, Ethan hat nicht überlebt. Auf. Ja, komm, ey, wenn das hier so aussieht, wie soll denn der hier drinnen überlebt haben? Ja, ich denke, wir finden erstmal Opa. Ja, vielleicht der da? Nein, bitte lass das Opa sein. Ja, vielleicht ist es ja Opa. Cold. Schluss. Friedlich. Nein. Ach, ist Opa, Gott sei Dank. Es tut mir jetzt wirklich leid, aber ich wollte nicht, dass es Ethan ist. Das sagt er auch noch, Gott sei Dank. Ja, tut mir leid irgendwie, aber wenn es jetzt Ethan gewesen wäre, das hätte ich jetzt hart gefunden. Ja, okay, da gebe ich dir recht. Aber also lieber, also klingt auch beschissen irgendwie, aber denn in dem Fall jetzt lieber ein älterer Mensch als ein Kind. Das ist kann man so nicht sagen irgendwie, aber das ist schon. Ah, auch hier. Ach du Scheiße, ja. Und der Opa war jetzt hinter Ethan her. Oder doch nicht? Aha. Dann schauen wir uns mal den Rest an hier. Und das war's schon. Okay. Na gut. So, was ist hier geschehen? Wir sehen hier, Opa kommt mit Benzinkanister. Ethan hat auch schon einen dabei. Also scheinbar tut Opern erstmal helfen. Und wir haben den Tisch beiseite geschoben oder was? Ja, ist hier unter dem Tisch irgendwas? Denn da zum Schluss haben sie versucht die Tür aufzumachen und Opa hat sich zum Schluss hingesetzt, oder was? Wo er immer noch sitzt. Also das wird das letzte sein, würde ich sagen. Oder? Na, dann wäre das ja quasi wieder, ne, chronologisch quasi. Vorne Eingang 1, 2, 3 an der Tür und 4 ist dann Opa der Letzte. Unos. Das ist auch, glaube ich, jetzt nicht so schwierig hier irgendwie, weil das jetzt nicht so viel ist. Und was schepperte da gerade? 3 und 4. Und dann visualize, please. I fought it off. It's okay. Grandpa, get away from me! Your grandmother Gail is protecting me from it. Ethan, I can help you. Okay. I found Vandergrift's diary. He said for the sleeper to wake up, someone has to suffer. Look! Oh, scheint schon ein großer Tisch stehen. Ja. Ach, geht mal. Wow! Was ist denn das? When I found that room, I didn't wake him up. He's trying to wake up now. Vandergrift kept his victims alive. He made them suffer. That's what the sleeper wants. We need to get in that room. Aha. I can squeeze through.
It has to be this way. The sleeper must not wake. No way. Burning the room won't matter, Ethan. The sleeper's inside us now. Grandpa! Get back! We all have to die. Even you. Even me. Bus! Ach, meine Nase. Ich will ja nicht wissen, was mich jetzt hier erwartet. Ethan! Ethan, wake up. Well, kid, you stopped it. It was horrible, but you stopped it. Paul Prospero? Are you really here? I'm sorry, Ethan. I was late. Too late. You're right. You were too late. What? Here. Again. I knew this story. And it was Ethan's as much as it was mine. And it wasn't finished. Not yet. Was? Nein, Alter, wir sind auch nur eine Geschichte von Ethan. Paul Prosperous ist eine Erfindung von Ethan. Oh, nee. Oh, muss ich jetzt kurz mal sacken lassen hier. Oh, das ist aber ein Story-Twist hier, ey. Puh. Krass. Brücke, Damm, Kirche, dieser Ort. Ein Schädel. Eine Kapsel. Ach, jetzt gehen wir nochmal die Story quasi durch. Ja. Der Hexer. Er hakt jetzt auch ab, was wir davon nicht gefunden haben. Alter Gott. Oh, wir haben aber noch nicht alles gefunden anscheinend. Aber alles ist abgehakt. Okay. Okay. Ich hätte es. Okay. Christ, Ethan. You're in here again? You missed dinner. Mom and Dad are pissed. They've been looking all over the place. Get out of here, Travis. Leave me alone. Hey, Ma! He's in here! Honey, be careful with that lamp. Damn, what the hell's wrong with your kid? Painting on walls, writing his stories. I mean, what the fuck? Ethan! For God's sake, you missed dinner! I'm sorry. I've been working on a story all day. How long have I been out here? The Adventures of Paul Prospero, Supernatural Detective. Where do you get this stuff? Pop, would you get Travis out of here, please? He draws pictures on walls. What the hell is that? Chad, shut up! You got yourself a faggot for a son, Dale. Travis, let's go. Come on. Faggot! Ethan, you're a fucking faggot! Travis, stop it! Oh, shit! Shit! Everyone, go! Get out! Ethan, get out! The smoke, it's toxic! Oh, Jesus. Oh, God! What do we do? What do we do?
I wrote about you. But I don't know if I created you. You made me real. I can't go yet. I have to finish my story about you. I wrote stories about everyone. I know you did. But my story's done. And it's a fine story. I can let go? You can let go. What happens then? Another story, kid. What else?